Liegt bei voller Erwerbsminderung auch Berufsunfähigkeit vor? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Stellen Sie sich bitte folgenden Sachverhalt vor. Die Deutsche Rentenversicherung stellt bei Ihnen eine volle Erwerbsminderung fest, und zwar aus medizinischen Gründen, und bewilligt Ihnen dann eine volle Erwerbsminderungsrente, ob nun auf Dauer oder befristet, ist erstmal egal. Dann stellen Sie fest, ich habe ja noch Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente aus einer betrieblichen Altersversorgung. Gehe ich zu meinem Arbeitgeber und beantrage dort die entsprechende Rentenleistung aus dem Versicherungsvertrag. Und jetzt kommt die Berufsunfähigkeitsversicherung und sagt, nein, lieber privater Versicherter, du hast keinen Anspruch auf diese Berufsunfähigkeitsrente, denn wir sind der Meinung, dass du noch arbeiten kannst. Kann das eigentlich sein, wenn Sie zuvor von der Deutschen Rentenversicherung eine Feststellung haben, dass Sie voll erwerbsgemindert sind? Das heißt also, Sie können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr als unter 3 Stunden täglich arbeiten. Also Ihre Erwerbstätigkeit ist nicht mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwertbar. Ein Berliner Arbeitsgericht hat im Jahr 2017 wie folgt entschieden. Die Feststellung der vollen Erwerbsminderung setzt eine höhere Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit voraus als bei einer Berufsunfähigkeit. Das heißt, die Berliner Richter haben klipp und klar gesagt, dass wenn ich voll erwerbsgemindert bin, dann liegt auch eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Regelung der privaten Berufsunfähigkeitsvorschriften vor. Berufsunfähig ist derjenige, der durch körperliche Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte unfähig ist, eine seiner Vorbildung und seiner bisherigen Tätigkeit entsprechende Beschäftigung auszuüben. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung steht dann immer noch so drin, Berufsunfähigkeit ist immer dann anzunehmen, wenn die Berufsfähigkeit um mehr als die Hälfte herabgesetzt ist. Und da haben die Berliner Arbeitsrichter gesagt, naja, wenn der Arbeitnehmer schon im Sinne des § 43 SGB 6 erwerbsunfähig ist, dann muss er auch berufsunfähig sein. Und deshalb sagen die Richter auch nach meiner Ansicht auch zu Recht, wenn jemand voll erwerbsgemindert ist und er bekommt zum Beispiel auf Dauer eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt, dann ist er auch berufsunfähig und hat hier einen Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsrente. Die Berliner Richter gingen sogar noch weiter und haben gesagt, dann ist eine erneute Begutachtung durch die BU-Versicherung überhaupt nicht notwendig, weil die Deutsche Rentenversicherung in einem sehr aufwendigen Verfahren die entsprechende Erwerbsminderung festgestellt hat. Es liegen ja schon Gutachten vor, es liegen medizinische Berichte vor, es ist ja schon alles bewertet worden. Deshalb ist es nicht notwendig, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung hier nochmal eingreift und ein neues Gutachten vorlegt. Nur für den Fall, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung nachweisen kann, dass tatsächlich noch Berufsfähigkeit vorliegen sollte durch ein entsprechendes anderes Gutachten, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Aber grundsätzlich gilt der erste Anschein immer, wenn ich voll erwerbsgemindert bin, bin ich auch berufsunfähig. Näheres zum Thema Erwerbsminderung und Berufsunfähigkeit finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.